Hallo zusammen, was eine bescheidene Woche, muss ich ehrlich sagen. Bevor ich zum DAX komme, ich mache Folgendes am Sonntag. Ich mache einen Film über 10, vielleicht sogar 15 Aktien. Es werden die größeren sein und weniger die Nebenwerte. Und den mache ich am Sonntag. Ich möchte ja schon noch den Samstag vorbei Revue passieren lassen und Sonntag auch noch, weil da kann ja viel passieren. Ich nehme an, dass der am Sonntag so zwischen 15 und 17 Uhr da drin steht. Diesen Film stelle ich allerdings nur auf YouTube, vielleicht Facebook, muss ich mal gucken. Der Hintergrund ist der, wenn ich jetzt gleich den Film gemacht habe und den dann da verteile, wo er hinkommt, also Finanzen.net und Investing.com und wohin auch immer, dann müssen die Redakteure am Montag entscheiden, welchen nehmen wir denn. Um das zu vermeiden, stelle ich also diesen Aktienanalysefilm nur auf YouTube rein. Da müsst ihr also da einfach mal gucken. Bei dem Abonnieren ist irgendwie nebendran eine Glocke. Und wenn ihr die aktiviert, dann bekommt ihr da irgendwie eine Nachricht. Da werde ich auch wahrscheinlich gar keine Scheine nennen, sondern nur die Eckmuster, die Make-or-Break-Marken, die ganz wichtigen. Das sind also einige jetzt momentan, die da drankommen. DAX auch. Aber jetzt machen wir hier mal den DAX. Ah nee, eins noch. Danke, dass ihr euch das mit der Werbung antut. Ich hatte ja gesagt, ich spende das am Ende des Jahres für irgendwas, was mir hier nahesteht. Das habe ich jetzt anders gemacht. Ich habe Januar und Februar jetzt rausgenommen und jetzt geht bitte nicht davon aus, dass das fünfstellige Beträge sind. Das ist noch nicht mal vierstellig. Ich habe das genommen, ich habe es verdoppelt und ich habe es an diese RTL-Spendenaktion geschickt. Ich glaube, das ist in Ordnung. Nach allem, was ich so höre, ich habe mich da ein bisschen informiert, ist das in Ordnung. Da gibt es vielleicht oder wahrscheinlich sogar noch bessere, aber ich fand das in Ordnung und ich habe das jetzt dahin geschickt. Das heißt, Januar und Februar habe ich jetzt rausgenommen. Ja, und danke, dass ihr es euch angeschaut habt. Wie gesagt, da entstehen keine Reichtümer. Vor euch ist der Monatschart. Da muss ich mit euch hin, das muss ich euch zeigen, da kommen wir nicht drum herum. Wir haben nämlich einen neuen Monat. Es sieht super gruselig aus, nach wie vor. Das ist ja jetzt erst ein paar Tage her hier, dieser Monat März. Der ist jetzt schon genauso groß, wie der Februar war. Technik weiter, ich mache es mal so, dass ihr das besser seht. Technik weiter im Fallen begriffen. Da ist nichts irgendwo Technisches, was irgendwie helfen könnte. Hier sieht man also auch schon, das sehen wir gleich im Wochenchart, im Tageschart deutlicher, sind die verschiedenen Fibos, die ich gezogen habe. Die werden nämlich jetzt wichtiger. Das hier war die Zielzone, komme ich auch gleich drauf. Ganz kurz auf die Woche geschaut. Das finde ich interessant. Das ist die 200-Wochen-Linie. Da haben wir genau drauf aufgesetzt. Wo sind die? Die ist bei 13.121, habe ich die hier. Trotzdem, auch hier weiter, alles negativ, nirgendwo eine Entlastung, gar nichts. Außer, dass wir jetzt in diesen Bereich reinkommen, den wir also vom 1.6.2020 bis zum Jahresende fast, ja, das ist also hier ist Dezember, warte mal, hier sind wir drüber, ja, das ist also durchaus bis Ende 2020, da kommen wir jetzt rein. Also da war schon eine lange Zeit der Dürre im Sinne von Seitwärtsphase. Aber auch nicht so lang wie die, die wir jetzt hatten, die wir jetzt dann endlich mal verlassen haben, wenngleich zu einer Richtung, die nicht jedem passen wird. Jetzt gehen wir auf den Tag. Jetzt wird es interessanter. Also nochmal, die blauen Linien, das ist die von den kurzen Fibos, das sind die hier vom 30.10. oder Ende Oktober 2020. Und die schwarzen Linien, das sind die vom Corona-Tief. Ich hatte ja gesagt, das ist jetzt auch schon 3 Monate her. Ich glaube, dass wir hier in diesen Bereich gehen, weil das die Summe ist aus den kürzeren Fibos und den längeren Fibos. Ja, nochmal hier rein. Das hier, diese blaue Linie, ist das 61er von der kurzen Bewegung vom Oktober bis zum Hoch. Da sind wir hier dran. 61er. Und von der langen Bewegung vom Corona-Tief ist es das 38er Retracement. Das war einer der Gründe, weil ich suche diese Klüngel hier, diese Cluster. Das ist einer der Gründe, warum ich das dahin gemacht habe. Ganz ehrlich, ich freue mich nicht, dass wir es erreicht haben. Finde ich jetzt also, ich hatte ja auch gedacht, das geht eher so bis Ende April, aber unter den Umständen, tja. Also freuen kann ich mich darüber nicht. Ich lasse den jetzt mal hier, beziehungsweise ich nehme den einfach mal hier an die Seite mit runter. Mal gucken, wo sind die nächsten Punkte. Ich war gestern bei NTV mit dem Christian Köker von HSBC. Da sage ich auch was am Sonntag zu. Und er hat auch gesagt, wenn das hier nicht hält, sein erster Punkt war die 11.400. Das kann alles sein. Vor uns steht ein Wochenende. Und so wie wir von gestern auf heute aufgewacht sind und die erste Nachricht war, Atomkraftwerk brennt, du lieber Gott,
So ein Wochenende ist lang. Da kann ganz viel passieren. Da können aber auch positive Dinge passieren. Ja? Wenn zum Beispiel Xi Jinping den Putin mal anruft und sagt: Pass mal auf, Junge, bis hier noch nicht weiter. Könnte ja alles sein. Ich weiß es nicht. Oder es ist eine Waffenruhe oder ein Waffenstillstand. Beides glaube ich nicht. Oder ein Truppenabzug, glaube ich noch weniger. Aber es können auch positive Sachen kommen. Ich gehe leider nicht davon aus, aber man muss mit allem hier momentan rechnen. Wir können Montag reinkommen mit plus oder minus 500. Deswegen gehe ich auch gar nicht so sehr auf die Technik ein. Ich zeige euch hier mal die wichtigen Punkte. Dieser Bereich hier, das ist dieser hier, das ist eine ganz große, fette Zone. Aber die ist so fett, da kann ich gar nicht ausmachen, wo das was ist. Die ist von 12.250 bis 13.000 hoch. Oft gehandelt, ganz viel, ganz häufig gehandelt, riesenlange Seitwärtsphase. Irgendwo da ist die Wahrheit, aber die wirklich wichtige Unterstützung ist tatsächlich hier die 12.252. Das wäre jetzt nach Chartkriterien eigentlich der nächste Punkt. Wir haben dieses M, was ich gemacht habe, ja, zack, hoch, hoch, runter, hoch, runter. Das haben wir komplett ausgeführt. Das heißt, von den Charterwartungen, die ich hatte, die sind eingetroffen, auch wenn ich nicht glücklich damit bin, aber sie sind eingetroffen. Und jetzt muss ich komplett neu überlegen. Jetzt hole ich es wieder näher ran. Und tatsächlich habe ich da nicht viel. Hier gibt es natürlich Gaps, aber ich glaube, Gaps sind jetzt momentan das, wo ich jetzt persönlich am wenigsten drauf schaue. Aber hier dieser Bereich 12.250, das ist also die nächste sehr, sehr wichtige Marke. Tut mir leid, ich habe hier in der Mitte gar nichts. Technik nach wie vor völlig aussagenlos, weiterhin tief, ohne Stabilisierung, gar nichts. Es ist ätzend, das muss ich ehrlich sagen. Also das Umfeld ist ätzend, nicht der Chart. Charts ist Börse. Was ich also gemacht habe, ist, das habe ich auch auf NTV gesagt, ich habe Kleinstigkeiten, und ich meine, was ich sage, gekauft in verschiedenen Werten. Dazu zählen gerade die Banken, die jetzt erheblich verloren haben. Ja, eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, selbst eine UniCredit. Ich habe eine Lufthansa gekauft, ich habe eine Fraport gekauft. Eine Fraport zum Beispiel hat jetzt mit heute 17 Euro verloren seit ein paar Tagen. Ja, ich weiß nicht, ob das zu viel ist. Auf jeden Fall, ich habe noch ganz grob 85% Cash und ich warte jetzt. Also ich werde jetzt nicht hier alle 100 Punkte nach unten was kaufen. Ich muss auf eine Stabilisierung warten. Ich habe hier keine irgendwie, die bevorsteht. Deswegen habe ich auch die Scheine so gewählt, dass die echt weit weg sind. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 12.200er Schein empfohlen habe, also für die Watchlist empfohlen habe. Da sind wir nämlich hier unten drunter. 12.254, das ist die GX8 QHR. Und als Put bin ich beim 14.100er, da sind wir etwas im Moment noch vor, aber Montag wird er dahinter sein, der 10-Tage-Linie. 14.110, das ist die GX8 REK. Ich werde erneut ohne Indexposition in das Wochenende gehen. Das ist Zocken. Ja, wer das machen will, gerne, aber dann bitte mit kleinem Volumen. Aber ich werde hier keine großartige Position haben. Ich hoffe, das geht irgendwie glimpflich aus da drüben. Ich glaube, das hoffen wir alle. Aber es sieht tatsächlich, wenn man die Reden hört von Herrn Putin, nicht so aus. Ja, irgendwie hat er sich da festgerannt. Also nochmal, am Sonntag, irgendwann um zwischen 15 Uhr und 17 Uhr kommt der Film. Es werden 10 bis 15 Aktien sein. Ich gebe euch die großen Punkte mit, aber keine Scheine. Und dann werde ich unten drunter unter YouTube schreiben, von Minute 0 bis, was weiß ich, 4 BASF, von 4,01 bis 8 dann Bayer, wie auch immer, sodass es möglichst bequem ist für euch. Tja, ich wünsche euch ein ruhiges Wochenende. Und ich sage diesmal nicht Happy Trading und fette Beute. Das ist irgendwie ist das deplatziert. Ja, ich wünsche euch ein ruhiges Wochenende, bleibt gesund und ja, alles Gute. Bye bye.